So, meine Lieben, hallihallo zum neuen Video. Ich klinge mich einfach aus. Was es gibt, sagt uns die Manu. Ey, gibt's doch nicht. Doch. Nee, komm mit. Komm hier. Du machst. Nee, warum soll ich das machen? Guten Abend. Heute gibt es Hähnchengeschnetzeltes mit Spätzle in einer Champignon-Rahmsoße. Dazu gibt es dann Gurkensalat, ja. Hört sich mal gut an. Das ist so richtige Hausmannsküche. Ja. Sehr gut. Und das machen wir drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Muss ich da mitkommen? Musst du nicht. Aber ich werde dich holen. So. Ja, ich hocke mittlerweile am PC und lass mal machen heute. Nein, natürlich bin ich dabei. Das war ein Spaß. Jetzt grinst jemand. Anfangen tun wir mit den Hähnchenteilen. Hähnchenbrust, die kleinen Schnetzel. Oder? Genau. Ja. Wer schnetzelt? Würdest du, soll ich? Kannst auch du machen. Na gut, dann mache ich das. Ja. Und wenn du mich brauchst, ich bin gleich nebenan. Genau. Warum nimmst du immer das so kleines Messer? Ich komme damit besser klar. Okay. Deswegen. Gut, dann schauen wir uns nachher einfach an, wenn das, ja, wenn das soweit fertig geschnibbelt ist und weitergeht. So, Hähnchen habe ich hinter der Kamera klein geschnitten. Als nächstes mache ich da, schneide ich dann von hier aus die Pilze. Ja, ich ärgere heute ein bisschen die Manu. Die soll sich gleich daran gewöhnen, wie ich das machen kann. Genau. Ja, nein, sie hat vorher wirklich gesagt, sie macht das Essen. Und ja, ich unterstütze halt ein bisschen. Wenn sie mich wirklich braucht, holt sie mich dazu. Aber jetzt so die Schnippelarbeiten, da lässt sie sich nicht reinfummeln. Da hat es mich vorher echt davon gejagt, Leute. Zwiebel, Pilze, kleinschnippeln. Fertig. Das ist ja noch gar nicht. Also bei anderen funktioniert das immer. Ja, jetzt hat es ja doch funktioniert. Jo. Alles klein geschnippelt. Wunderbar. Wunderbar. Hast du fein gemacht. Dankeschön. Na also, wo geht's weiter? Am Herd. Am Herd? Am Herd, ja. Na, dann gehen wir doch gleich mal dann über. Und jetzt geben wir das Hühnchengeschnitzel in den Wok. War bei dir eine Schraube locker? Nein. Also Leute, nicht, dass ihr denkt, ich mach gar nichts. Ich bin gerade was am Zusammenbauen. So, jetzt ist ein bisschen angebraten, überall. Ich tue mir jetzt in einen Fleiß rein. In einer Schüssel. Wir geben dann die Champignons rein. Und die lassen wir jetzt auch mal ein bisschen weicher werden und ein bisschen anbrutzeln. Und jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Und lassen das alles zusammen ein bisschen anbraten. Und dann sehen wir uns wieder. Und würzen es ein bisschen mit Pfeffer.
Knoblauch habe ich auch ein bisschen reingetan. Bisschen Knoblauch. Und gehen jetzt das Fleisch wieder dazu. Mit der Flüssigkeit. Jetzt mal ein bisschen Brühe dazu. Ein bisschen. Vom Fleisch und von den Champignons ist ein bisschen Wasser übrig geblieben. Jetzt mache ich die Sahne dazu. Jetzt mache ich ein bisschen Tomatenmark rein. Und bekommst du mit dieser Rahmsoße, soßige Farbe. Und jetzt wird es nur noch ein bisschen abgeschmeckt. Und dann ist es fertig. Und zum Andicken mache ich wieder eine Mehlschwitze mit von Mehl und Wasser. Und tue es ein bisschen in die Soße rein, dass die Soße ein bisschen sämiger wird. Abgeschmeckt habe ich sie noch mit Pfeffer, Salz und nochmal einfach eine frische Knoblauch dazu und nochmal ein bisschen Brühe. Und nebenbei setze ich mal das Wasser für die Spätzle auf. Und dann geht's weiter zum Salat. Zum Gurkensalat. So, jetzt mache ich den Gurkensalat. Die Gurke habe ich schon geschält. Die mache ich jetzt klein, die Gurke. Und dann mache ich noch die Zwiebel rein. Und dann sehen wir uns wieder. Ihr möchtet jetzt gern wahrscheinlich wissen, warum wir hier lachen. Willst du sagen oder soll ich sagen? Übrigens haben wir Jahr 2022. Es gibt bei uns auch ab und zu mal Fertigsoßen. Für den schönen Gurkensalat. Jetzt machen wir ein bisschen Wasser dazu. Kaltes Wasser. Ein bisschen umrühren. Und wieder fällt mir etwas runter. Salat fein. Ja, hätte ich auch gehabt. Okay. Nee, jetzt nimm, hast du das andere schon. Das hättest du nicht einmal in den Einkaufswagen einmogeln müssen. Ja, ja, ich mal wieder. Ja? Weil ich weiß ja, was ich da habe. Macht ja nichts. Tja, Leute, ich habe jetzt diese furchtbare, leckere Aufgabe gekriegt, das Probiererle zu machen. Gurkensalat, die Spätzle und ja, das Hähnchen geschnetzelte mit den Pilzen, mit den Champignons und tja, ab in den Hals. Yummy. Also riechen tut schon hervorragend.
Richtig lecker. Und das habt ihr richtig gut gemacht. Es wird Sachen geben, es wird Videos geben, die macht dann bloß ich alleine. Dann gibt es Videos, die macht die Manu. Und es wird Videos geben, die machen wir zusammen. Tja, in dem Sinne machen wir jetzt noch nicht Feierabend. Wir sehen uns nachher noch. Ja, mit der Manu zusammen nochmal. Aber ich gehe jetzt auch erstmal essen. Jo, noch das Fazit von gestern. Hey, komm gleich mal her. Ach so, ja, stimmt. Ja, wir sind gestern nicht mehr zum Fazit machen gekommen. Keine Ahnung, ach ja, wir haben ja Live-Video gehabt. Und dann, boah, in der Hand halten die Cam so ist ganz schön problematisch. Ja. Ich komme vielleicht ein bisschen runter. Oh, so geht's leichter. Ja, also, nicht kleiner machen. Ja, so ist besser. Das Essen gestern war sehr, sehr lecker. Leider haben wir das die Mädels heute schon weggegessen, so dass ich davon nichts mehr bekommen habe. Gurkensalat, da sind wir uns wieder einig. Geil. Ja. Einfach nur geil. Der war schneller weg, wenn man gucken konnte, ne? Ja. Also mein Fazit zu dem gesamten Essen. Wunderbares Essen. Top. Nachmachen. Habt ihr was richtig Leckeres. Genau. Und selbst gemacht. Genau. Gut. So sehe ich es genauso. In dem Sinne mache ich jetzt an dieses Video noch einen klitzekleinen Anhang, was es heute gibt. Genau. Weil da machen wir kein extra großes Video dazu. Das ist eine Resteverwertung. Und vielleicht kann ja auch jemand unter das Video drunter kommentieren, ob ich da mal ein Video dazu gemacht hatte oder was. Ich weiß es momentan nicht mehr. Ja, gut. Dann geht's Video noch kurz weiter und natürlich nachher noch mit dem zweiten Fazit. Genau. Im Gefrierschrank habe ich hier noch am Beutel, wo Gyrospieße drauf stand. Habe ich irgendwann mal Gyrospieße gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze hat jetzt die Manu etwas kleiner geschnibbelt. Brutzelt sie in der Pfanne schnell an. Und danach wird hier mit ein wenig Zubehör und Tzatziki in die Tortilla Wraps abgefüllt. Und wenn sie dann gefüllt sind, kommen sie ganz einfach noch in Opti-Grill rein. Ja, und dann haben wir schon unser Abendessen für heute. So, dann bauen wir mal schnell den ersten zusammen. Alina, was möchtest du alles drauf haben? Salat, Gurken, Tomaten und Fleisch, keine Zwiebeln. Keine Zwiebeln und Tzatziki auch? Ja. Dann tun wir zuerst ein bisschen Tzatziki unten rein. Darf ich selbst machen? Nee, das mache ich jetzt. Du brauchst ja bloß sagen, wie viel. Nicht viel. So? Ja. Na also. Reicht. Okay. Und dann ein bisschen Salat haben wir gesagt, gell? Ja. Reicht. Gurke. Ein bisschen Tomate noch verteilt. Noch eine? Ja, das reicht. Gut. So, hoffentlich kann ich das irgendwie noch einrollen. Ich habe das auch schon ewig nicht mehr gemacht. So, einmal ablecken wie eine Briefmarke. War ein Witz. Ja. Dann haben wir das erste Päckchen fertig. Und das kommt so wie es ist, kurz auf dem Opti-Grill.
aber wie soll ich jetzt wissen, dass es meins ist? Die machen wir ja einzeln. Den Opti-Grill auf 220 Grad manuell vorgeheizt. Aufmachen, reinpacken. Deckel zu und ja, kurz abwarten und dann sind die Dinger ja gleich fertig. Man hätte jetzt noch scharf angrillen mit anwählen können, wäre vielleicht auch kein Fehler gewesen. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Sekunden, ich schaue halt ein paar Mal rein. So, dann gucken wir mal. Ein klitzekleines bisschen noch. Soderle. Ich würde mal sagen, das reicht. Ja. Auch von der Rückseite sieht es gut aus. Tja. Und dann darf die Alina mampfen. Und schon der nächste. Und so geht es weiter, bis wir fertig sind. So Leute, und jetzt mache ich hier ein kleines Probiererle. Also ein schnelles. Oh, heiß, 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 heiß. Lecker ist es. Ein glitzekleines Bröckchen Fleisch habe ich bis jetzt erwischt. Aber noch ist mir zu heiß. Alina hat schon aus dem Hintergrund geschrien, dass sie lecker ist, oder? Ja. Ja. Und ich lasse mir das jetzt schmecken. Das letzte oder das dritte ist jetzt drin. Und wer noch mal was macht, mach mal halt noch mal was. Leute, das war jetzt mit dem kleinen Bonuszusatz in diesem Video. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Möchtest du auch noch Tschüss sagen? Tschüss!